Eigentlich berichte ich um diese Zeit immer von den Indizes. Das habe ich aber ja vor wenigen Stunden erst am Wochenende gemacht. Deshalb da noch nicht so arg viel Neues. Schaut euch das selber mal an. Ich wollte aber auf jeden Fall auf die eine oder andere Frage eingehen, die ich ja auch zu den Energiepreisen gehört und bekommen habe. Nämlich zu Crude Oil. Das ist CL, das ist der Future. Wer es als CFD handelt oder in irgendeiner anderen Form WTI, das ist das Gleiche. Also hier das amerikanische Öl und Erdgas wollen wir uns natürlich auch nochmal angucken. Doch fangen wir mit dem Erdöl an und schauen mal, ob sich hier irgendwie was ergeben hat. Und ihr seht hier an der Hand der übergeordneten Zeichnung, ich bin durchaus noch bullish. Das nächste Ziel wäre so eigentlich idealerweise, ja. Ja, man weiß es immer nicht, aber wäre durchaus noch so Richtung 2,90, wenn man hier diesen Linien vertrauen kann. Das sollte man nicht zu sehr machen. Das ist nur so eine grobe Orientierung. Hier gibt es wieder Widerstand aus der internen Struktur, zum Beispiel aus den Größenverhältnissen, die wir hier aus der ersten Bewegungsrichtung hatten. Also, wenn man das so ganz grob mal hier hat, dann hier hinten nochmal angelegt. Ich habe es hier vorne jetzt etwas zu lang gezeichnet. Aber das sind diese gelben Linien beispielsweise. Die blauen, das sind die Extensions, also so diese Gegenbewegung. Dann hat man so eine gewisse Idee oder auch diese Gegenbewegung, wie weit das Ganze idealerweise läuft. Ideal ist der Kurs aber nicht immer. Noch allerdings muss man sagen, gibt es vom übergeordneten Bild nicht wirklich Widerstand zu erwarten. Es ist also noch alles offen. Was machen die Marktteilnehmer daraus? Dir viel wichtiger als zu gucken, wo er drehen könnte, ist, wie ist denn die Stimmung gerade? Hast du da eine Meinung zu? Und wenn ich mir dieses hintere Bild angucke, also hier im 4-Stunden-Chart, so dieses Teilstück, also insgesamt kann man sagen, naja, das ging ja steil, das war korrektiv. Auch hier geht das, da kann man sich jetzt über die interne Struktur noch ein bisschen streiten. Aber das sind alles so Korrektivmuster, die wir hier zwischendurch mal hatten. Also ich denke mal, wir haben eine relativ realistische Chance, dass dann noch ein bisschen was nach oben geht. Die Frage, die sich aber jetzt auftut anhand dieser Struktur ist, ob es nicht vielleicht erstmal noch so eine Korrektur geben sollte bevor dann der Kurs tatsächlich zum letzten Gefecht hier ausholt. Also noch mal eins höher, vielleicht also dementsprechend gar nicht. Jetzt schon hier dieses Ziel auf dieser Marke hier. Also diese Zeichnung wäre dann jetzt gar nicht richtig. Denn das, was ich hier gezeichnet habe, würde hier eine 1, eine 2 vermuten lassen, eine interne 1, 2, 3, 4, 5. Und dann wäre hier die 3, also etwas anders, als ich es hier gezeichnet habe. Ihr seht eine Alternative. Trotzdem, in beiden Fällen ist das Bild nach oben. Die einzige Frage ist eben, geht es dann jetzt direkt hoch? bis da oben oder geht das mit diesem Rücksetzer hier vorher noch mal als Umweg bevor wir dann nach oben gehen. da hilft uns vielleicht das, was wir im kürzerfristigen Chart sehen im 30 Minuten Chart und dann sehen wir das Bild was ich hier früher gezeichnet habe. Ich finde das eigentlich sehr schön. bestätigt sich aber nur bedingt jetzt hier in diesem, denn das sieht eher nach einem Ende dieser Bewegung aus. Ich tendiere also aktuell eher sogar zu diesem Bild hier nämlich dass der Markt aktuell hier in der Aufwärtsbewegung jetzt noch mal eine Pause braucht und da sind so Niveaus so 81 oder sowas in der Richtung, also dieses letzte Tief durchaus noch mal interessant. So, wie handelt man das Ganze? Jetzt haben wir ja zwei Alternativen, wie geht man damit idealerweise um, was den Handel angeht? Also bei der Überlegung, wo mache ich denn jetzt konkret was? Wenn ich das sehe, nicht mehr unbedingt jetzt auf der Long -Seite, auf die Longseite wechseln. Im Gegenteil, bekommen wir jetzt hier irgendwie was in dieser Richtung, also was Fünffälliges mal nach unten, was Steiles nach unten und also nach steil nach unten oder steil nach unten hier, dann was Wackeliges nach oben. Dann würde ich sagen, komm, da gehen wir nochmal short mit Zielrichtung ungefähr diese Marke. Das ist so eine, so eine grobe Orientierungshilfe. Natürlich kann man auch mit Fibus hier noch argumentieren. Das können wir auch nochmal eben einzeichnen. Also. Zum Beispiel von dem tiefsten Punkt hier gerechnet, dann hätten wir sogar noch ein bisschen mehr Platz bis Richtung 79, 78 vielleicht, kann ein bisschen höher liegen. Also, ich sag mal, vorsichtig, irgendwie so in dem Bereich sollten wir durchaus damit rechnen, dass der Kurs nochmal fallen kann. Ich müsste es vielleicht ein bisschen anders zeichnen, nämlich dafür habe ich ein extra Fibonacci mehr angelegt, das nämlich für die vierten Wellen, wir reden ja hier von der vierten Welle. Und dann sehen wir die 23,6er, die ist ungefähr hier, die 38er ist hier und die 50er, die sollten wir eigentlich nicht mehr so richtig durchstoßen, wenn es tatsächlich eine vierte ist. Also als Pandor zu dieser Geschichte hier nochmal was. Es ist von der Form nicht notwendigerweise genauso, aber dass man weiß, okay, in der Richtung sind wir unterwegs. Das lässt sich dann ablesen, wenn wir hier auf dem Weg zumindest mal einen Teil jetzt steiler nach unten bekommen und. Wichtig, wackelig nach oben. Das kann durchaus jetzt passieren. Dadurch, dass dieses Teilstück jetzt relativ harmlos aussieht, finde ich das sogar sehr typisch und sehr natürlich und wäre das mein bevorzugtes Bild, wenn ich ganz ehrlich bin, für die Aufwärtsseite. Vorläufig also noch eine Pause angesagt, so wie es hier jetzt aktuell aussieht, zumindest mal. Was wäre, wenn der Markt aber jetzt sehr wackelig runterkommt? Na klar, da gilt natürlich die alte Weisheit, wenn wir steil nach oben gehen und dann doch irgendwie so nach unten, ja, dann ist es ja genau nicht das, was wir da haben wollen, genau nicht das korrektive Bild, sondern äh, Entschuldigung, das impulsive Bild, sondern ein korrektives Bild und dann sind natürlich die Trigger auf der Oberseite wieder zu handeln. Und ihr seht, wie wir als Händler arbeiten müssen. Als völlige Unwissende, weil wir überhaupt keine Ahnung haben, was als nächstes passiert. Naja, eine Ahnung, eine Art Vorahnung vielleicht schon, präferierte Bilder, aber bestätigt wissen wir nicht, was wir zu erwarten haben. Und deshalb müssen wir zum Beispiel durch solches, solche Triggermarken, die uns ordentliche CRVs, ordentliche Chance-Risikoverhältnisse versprechen, bei einer wohl nicht ganz schlechten Trefferquote sowas entsprechend nutzen, um dann in, äh, die entsprechenden Trades dann zu machen. So, gucken wir mal auf Erdgas. Da haben wir eine Situation, die wir hier mal nachmittags uns angeguckt hatten, noch in der letzten Woche, nämlich einen sehr starken Anstieg. Manch einer würde sogar vielleicht sagen, ich lasse mich hinreißen, das ist doch sowas Fünfwelliges. Und dreiwellig ist häufig eine ABC-Korrektur. Wir hatten sogar schon gesprochen, hier an der Stelle zu shorten, das ist aber eine andere Geschichte. Dann haben wir also hier die Korrektur und das als einen möglichen Long-Trigger um das Ziel von idealerweise 100%. Was ist das? Das vorne... Verlängert, nochmal da hinten verlängert, also 100% zu erreichen. Wir sind noch nicht ganz da. Mal gucken, ob wir es noch erreichen, aber zumindest mal die grobe Idee ist aufgegangen. Es war nicht mein Lieblingstrade. Ihr wisst ja, mit der äh, Approved Setup-Liste, er hat es auch nicht darauf geschafft. Warum nicht? Das ist doch eigentlich nicht so schlecht. Ja, mir hat das CRV-Verhältnis hier nicht so zugesagt. Das heißt, die Trading-Idee fand ich gut, aber als Händler bin ich nicht alleine an der Idee interessiert, sondern es muss sich auch lohnen. Ja, also ich will wirklich einen guten Unterschiedsbetrag haben und das war ja meine Risikoweite und das war meine kalkulierte Gewinnweite und dann seht ihr schon, die sind ja schon unterschiedlich lang, aber je größer der Unterschied, desto besser, denn leider bin ich ja nicht in der Lage, 100% Trefferquote zu haben und dann ist jeder Verlusttrade, den ich quasi abziehen muss von meinen Gewinntrades, dann natürlich toll, wenn der möglichst klein ist im Verhältnis. Daran seht ihr nochmal, wie wichtig das ist, das mit zu berücksichtigen. Also viel weniger hellseherische Fähigkeiten, die wir als Händler haben, als ein bisschen planerische Fähigkeiten, diese Zusammenhänge zu sehen und dann entsprechend so umzusetzen und dann gegebenenfalls auch die Geduld zu haben, zu sagen, ich warte auf so ein Szenario oder notfalls auch mal eins zu verpassen. Das mache ich ganz gerne mal. Ich verpasse ganz viele Trades, aber solange noch genügend Trades bei rumkommen, die man handeln kann, ist ja alles in Ordnung. So, jetzt haben wir das gesehen. Was ist jetzt damit zu erwarten? Also, damit ist dieses Szenario, also das, was wir hier haben, ich zeichne das mal hier auf Tagesebene. Wieder dreiwellig. Also korrektiv. Also jetzt dann Short, oder? Vorsichtig, Short wird es erst, wenn wir das Tief hier durchstoßen. Denn solange wir steigende Tiefs haben, steigende Hochs, ist das ja nicht besonders smart, an der Stelle dann äh, davon auszugehen, dass wir im Abwärtsmarkt unterwegs sind. Also, das wäre eine frühe, nein, Entschuldigung, eine sehr späte Short-Marke. Die finde ich natürlich auch nicht sehr attraktiv. Wenn wir jetzt, ähnlich wie wir das bei Gold gesehen haben, ja, ich hatte ja am Wochenende zu Gold auch ein Video gemacht, allerdings auf Englisch. Ist es sehr einfach, ist sehr einfaches Englisch, vielleicht habt ihr es ja gesehen dazu. Oder zum Euro gegen US-Dollar, das ist eine ähnliche Situation. Hier wird jetzt bald entschieden, ob der Kurs wirklich die Power hat, weiterzulaufen oder ob er dreht. Gold und Euro, US-Dollar, die haben sich beide entschieden, nach unten zu drehen. Und zwar deutlich und zwar sehr massiv, haben sowas auch durchstoßen. Hier steht das noch aus. Hier jetzt also darauf achten in diesem Umfeld unter der Lupe, zum Beispiel im Stundenschalt, zum Beispiel im 15-Minuten-Schalt, was auch immer, ob ihr hier etwas bekommt, was einen scharfen Schub nach unten ist und wackelig nach oben. Dann ist ja mindestens noch mal eine Abwärtsbewegung typisch. So ähnlich wie hier. Wenn ihr eine scharfe Abwärts bekommt, dann etwas dreiwelliges oder wackeliges nach oben, dann ist zu erwarten, dass sich das hier nach unten noch mal entsprechend fortsetzt. Das ist keine sichere Bank aber doch so wahrscheinlich, dass man Spaß dran haben kann, wenn man das findet. Ja, aber was passiert, wenn er jetzt nicht so nach unten kommt und wackelig nach oben? Das kann natürlich auch passieren. Stellt euch vor, der macht jetzt nur sowas nach unten. Das muss übrigens nicht jetzt genau an dieser Stelle passieren. Es ist ja noch denkbar, dass er noch ein bisschen weiter klettert. Also sprich noch mal einmal hier in diesem Maße und danach das. Naja, dann muss ich ja nicht unbedingt shorten. Dann ist es doch wackelig nach unten. Das heißt, Fortsetzung nach oben eher wahrscheinlich und dann sind wir auf der Long Seite. Ich weiß also noch nicht genau, was hier passiert. Was ich aber genau weiß, dass diese Zone hier spannend wird. Also für all die Lonely Hearts, die auf die Märkte gucken wollen und äh, ein bisschen Spaß dran haben, darauf zu achten, das wird jetzt spannend, ähnlich wie das, was wir bei Euro, ähnlich wie das, was wir bei Gold hatten. Schaut euch das gerne mal im Vergleichschart an. Dann werdet ihr wahrscheinlich sehen, was ich meine, und sagen: Hm, spannend. Also, offener Ausgang, ob es da tatsächlich dreht oder nicht, achtet auf dieses oder jenes Verhalten und dann habt ihr eine Idee, wie es hier als, als nächstes weitergeht. Euch erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.